Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem erneuten Live-Chat. Hallo auch von mir. Auch meiner Frau einen wunderschönen guten Abend. Sie sagt nur Hallo, aber sie meint einen wunderschönen guten Abend. Und auf jeden Fall. Wie jedes Mal, also wie in der letzten Zeit, nehmen wir jetzt mit zwei Kameras auf. Nur zur Info für die, wo neu dazukommen. Zweites Thema ist Treffen mit dem Finanzierungsvermittler. Wir haben uns mit einem Finanzierungsvermittler getroffen, von dem heutigen YouTube-Video, wo rausgekommen ist, da habe ich euch schon mal unsere ersten Eindrücke von 110% Finanzierung ermittelt. Und da haben wir weitere Gespräche mit dem gehabt. Ein Fortsetzungstermin steht schon fest. Und da werden wir euch auch einfach kurz erläutern, wie das war. Und unsere Meinung und unsere Erläuterung einfach. Also, let's go! Punkt Nummer 2, Treffen mit dem Finanzierungsvermittler. Mhm. Ja. Kannst du gerne was dazu sagen? Na, ich wollte nur sagen, es ist nicht rein nur Finanzierungsvermittler, ja. Was mir jetzt dann bewusst war oder was ich dann gesehen habe. Das sind so Leute, die vielleicht den ganzen Vermögen vielleicht in der Familie quasi unter die Lupe nimmt und vergleicht nicht nur jetzt deine, sag ich mal, deine Immobilienfinanzierung zum Beispiel. Immobilienfinanzierung, sondern prüft auch deine Versicherungen, deine ganzen Verträge, Ausgaben, Internet, Gas und so. Die tun halt Strom, ja. Die wollten von uns Rechnung haben, also er wollte von uns wollte Rechnung haben, wollte schauen, was wir alles dafür bezahlen, und die holen Vergleiche und schicken dir dann, wenn das günstigere Preis-Leistungs-Verhältnis besser ist, dann kannst du dir entweder sagen ja oder nein. Ja, die haben da so eine Software eben, das ist anscheinend einzigartig in Deutschland, die sind auch schon seit... Ich habe extra gefragt, seit wann die auf dem Markt sind, 92 glaube ich. Ja. 1992. Ja. Und wie gesagt, die werden dann auswerten, unsere Daten, und dann können sie auch genau sagen, in welchem Ranking wir sind oder so. Genau. Und dann können wir auch, weil wir wollten ja halt wissen, wie viel wir noch aufnehmen können. Das war unsere Frage, wenn ich mal kurz hier einmischen kann. Es war unsere Frage, wir haben auch gehofft, dass er kommt so zu uns, sagt, was wir aufnehmen können und geht wieder raus. So ungefähr. Ja. Und dann, erzähl mal. Oder diesen Filmchen. Das zeigt da so einen Film mit Familie, mit einem Hund, aber ihr wollt doch sowas, ihr wollt eine glückliche Familie haben, wollt doch absichern euch und so Zeugs halt. Und ja, wie gesagt, ja. Und dann haben wir uns natürlich gerade am Anfang das so kurz angeschaut, 3-4 Minuten Video, und dann hat er uns dieses ganze Konzept erklärt. Und ja, wir sind halt immer wieder drauf eingegangen, ja, wie viel können wir denn aufnehmen? 110%, wie viel gibt's? Wie viel 110% können wir, also komplette Vollfinanzierung mit den Nebenkosten, wie viel können wir? Aber er hat also schlussendlich, er war 2 Stunden da. Schlussendlich war das so, dass er auch der Meinung war, dass wir noch lange nicht am Anschlag sind, dass wir eine super Bonität haben. Wie genau, werden wir dann sehen. Und ich habe auch gesagt, dass wir schon mit anderen Bankern gesprochen haben, dass sie gesagt haben, ihr habt doch Luft nach oben, ihr könnt noch weiter investieren. Und deswegen wollten wir, weil viele Banken geben eine 110% Finanzierung einfach nicht. Mhm. Und die wären halt so, wo sich, sage ich mal, so ein bisschen drauf spezialisieren, die wo eben auch, so wie schon erwähnt, auch schwierige Fälle finanzieren. Außer, wie meine Frau erwähnt hat, eben Schufa, wenn die Schufa schlecht ist. Die tun halt so Problemfälle finanzieren, und und es ist halt, wir sind zwar keine Problemfälle, aber wir wollen halt auch andere Dinge ausprobieren, Experiment. Wir haben bis jetzt immer die Kaufnebenkosten selber getragen, und jetzt wollten wir einfach mal mit 110% mal einfach reingehen und schauen, wie sich so entwickelt. Und was alles möglich ist vor allem. Und ja, ich war auf jeden Fall froh, dass wir so einen gefunden haben, die wo sagen, ja, es ist möglich, und da haben wir es ja getestet, und ob die überhaupt so einhalten, was sie sagen, weil manche sagen, wir tun es finanzieren, und dann am Schluss kommt, wir haben schon alles erlebt. Ja, auch bei uns im Büro, also wie gesagt, ich bin Immobilienmaklerin, bei uns waren auch schon so viele Finanzierer da und haben auch sich vorgestellt und gesagt, ja, das geht, Gewerbe geht, 110% geht, und dann, wenn du schickst den Kunden zu, Gewerbe ist schwierig, 110% nicht. Und dann doch noch Beleihungswerte, von Beleihungswerten dann noch 80%. Also
Deswegen habe ich gesagt, am besten, dass ich selber erstmal teste, bevor ich meine Kunden dahin schicke und danach erzähle voll gut über die und zum Schluss bekommen sie gar nichts oder ja, sagen sie, was haben sie mir hier vermittelt oder genau. erzählt. Das war eben, wie gesagt, so ein Test. Also wir testen, wir haben schon vieles durchgemacht in dieser kurzen Zeit, weil wir sind die ganze Zeit dabei, Finanzierung zu holen, mit Leuten zu sprechen, besichtigen, mit Maklern und alles Mögliche. Also wir haben schon vieles durchgemacht und genau, von daher haben wir das getestet, damit wir da diesmal eher auf der sicheren Seite sind. Und ja, man lernt halt irgendwann, sich etwas mehr abzusichern, was so Dinge anbelangt. Und ja, und er hat auch unsere Ziele gefragt, hat er Hobbys gefragt, hat meine Frau gesagt, ja, Badminton spielen, und dann hat er zu mir gefragt, ich habe gesagt, Immobilien kaufen, hat er sich das notiert, Immobilien kaufen sind meine Hobbys, also ist natürlich auch Badminton, habe ich auch zugesagt, und unsere Ziele, und dann haben wir gesagt, ja, bis ich 40 bin, also ich bin jetzt 33, ich werde im September 34, möchten wir 100 Immobilien haben. Und dann haben wir alles ausgerechnet, also ein Investitionsvolumen von, wie viel war? 10 Millionen Euro. Hat er alles sich notiert? Also er hat gesagt, das sind extreme Ziele, er sagt, er findet das auch super. Er hat gesagt, er geht zu Leuten normalerweise hin und weil wir haben auch unsere Finanzen alles strukturiert. Ja, wir wussten überall, er hat gefragt, können Sie die Rechnung bringen? Ja, kein Problem, hat Ordner aufgemacht, er hat alles abfotografiert, eingescannt, dann hat er noch gefragt, ah, haben Sie das? Ja, kein Problem, wieder Ordner aufgeschlagen, wieder alles gezeigt. Und das hat ihm schon auch überrascht, dass das alles so strukturiert und organisiert. Ich habe gesagt, ich habe Finanzminister, weil viele Leute wissen gar nicht, was sie da einnehmen, was sie ausgeben. Und wir haben quasi so ein Blatt, wo Matthias dann alles notiert hat und kann sofort sagen, ja, was unsere Haushaltskosten sind und wohin das Geld geht jeden Monat und wo wir noch optimieren können oder so. Genau, aber diese Sortierung habe ich von ihr zum Beispiel gelernt. Ja. Sie hat mir das gezeigt und ja, ich tue das mehr oder weniger einhalten. Sie macht das strikt, sie macht das sehr gut und das habe ich halt von ihr gelernt. Genau, und ja, und hat er immer wieder... Und ich habe von Jörg gelernt. Ja, genau. Und genau, und dann haben wir halt die ganzen Rechnungen rausgeholt und diese Ziele halt auch. Und er sagte, der geht oft zu Leuten und die wollen ja 20 Euro im Monat sparen und so Sachen. Also er hat gesagt, das ist ein extrem krasser Unterschied, was wir haben und was wir bis jetzt. Er hat gesagt, ihr seid auf einem extrem guten Weg. Er sagt, er hat ja vor 2 Jahren erstmal angefangen. Gesagt, ja. Ja, er hat gesagt, er hat Leute, die zum Beispiel Geld haben, die aber nicht investieren, die einfach Angst haben. Das Geld liegt auf dem Konto und mit dem passiert nichts. Ja? Und wir haben im Gegensatz auf dem Konto nichts. Aber wir haben etliche Vermögenswerte da. Also das hat er gesagt, er hat nicht so viele Mandanten, die so viel in Immobilien investiert haben. Er hat gesagt, es sind Leute da mit Geld, aber die investieren einfach nicht. Ja, genau. Ja, und von daher, wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Der nächste Termin mit ihm ist am 1. September. Er ist jetzt im Urlaub und da gibt es halt die Zahlen, Daten und Fakten, wie viel wir genau aufnehmen können. Und klar, das ist eindeutig die bessere Variante, eindeutig. Ja. Das Geld liegen zu lassen, macht gar keinen Sinn. Nein. Denkt an die Inflation, an die Geldentwertung. Und ja, das ist schon mal ein Knackpunkt. Und wenn ihr Vermögen aufbauen wollt, dann müsst ihr mit dem entgegensteuern. Deswegen gibt es in Deutschland, glaube ich, auch so viele Telefonbetrüger. Weil die wissen, dass die alten Leute sehr viel Geld auf dem Konten haben und die einfach so viel Angst haben, dass sie glauben jeden und dass da Polizist ist und dass das Geld sicher irgendwo verwahrt, gebracht werden muss und die Leute gehen und die trauen, aber dann verlieren sie und das tut mir echt leid, dass aber in vielen anderen Ländern, wie wir auch im Büro schon gesprochen haben, zum Beispiel leben Leute zu fast 100%, also so 93-94%, alle in Eigentumswohnungen. Mhm. In Rumänien, in Italien, auch in Lettland sehr viele, die vielleicht nicht das Geld auf dem so haben, aber jeder
wohnt in Eigentum. Im Gegenzug in Deutschland sind richtige Mietermarkt, wo viele Mieter sind. Und ja, sie sparen das Geld, aber sie investieren es nicht. Im Gegenzug zu anderen Ländern, wie gesagt. Sogar in Irland, glaube ich, haben, wie gesagt, hast du vor kurzem gelesen, ja. Die investieren also größtenteils. 97%, die waren dann Platz 1. Ja, und das Sparen tun sie ja nur wenig. Und Deutschland ist ja. Sparland. Die sparen, aber investieren. Die investieren nur 7%. Also ja. Ein großer Unterschied. Das war unser Treff mit dem Finanzierungsvermittler. Ja.